Verband Ruhr arbeitet an der Umsetzung regionaler Mobilitätsstrategien. Wir verwirklichen ein regionales Mobilitätsentwicklungskonzept mit mehreren Bausteinen. Wesentlicher Baustein ist die Verwirklichung einer Synchronisierung der Nahverkehrspläne, das heißt bessere Abstimmung im öffentlichen Personennahverkehr zwischen den Städten der Metropole Ruhr. Darüber hinaus arbeiten wir an der Verwirklichung des regionalen Radwegenetzes, damit das Fahrrad ein leistungsfähiger Verkehrsträger im Alltagsverkehr werden kann. Der Beitrag des Landes ist, die Akteure vor Ort zu unterstützen, zum einen durch Expertise, durch Beratung und auch durch Fördermittel. Und wir haben auch heute bei der MOKO 2021 zum Ausdruck gebracht, dass wir als Land unterstützen, damit die Akteure hier vor Ort im Ruhrgebiet den Menschen einen metropolengerechten Nahverkehr ermöglichen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr kann sicherlich wichtige Beiträge leisten zur Verkehrswende, weil der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat verschiedene Aufgaben, insbesondere die SPNV-Aufgabenträgerschaft, aber auch die Harmonisierung der Nahverkehrspläne bzw. der kommunale ÖPNV wird mitgesteuert und unterstützt vom VRR. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Rückgrat der nachhaltigen Mobilität ist und bleibt der ÖPNV.